Ich habe hier den 4er Jordan All Green und das solltet ihr unbedingt wissen, bevor ihr euch ihn auch kauft. Viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum Sneaker Review vom 4er Jordan All Green oder auch Z-Foam genannt. Ich hatte Early Access auf den Schuh und bin extrem glücklich mit dem Schuh. Ich hatte ihn auch schon einmal an. Ich habe ihn jetzt für euch in die Box zurückgepackt, dass wir ihn zusammen auspacken können. Ich denke, wir können direkt anfangen, oder? Wir haben eine Abstimmung auch in IG gemacht. Viele, viele von euch haben den Schuh nicht bekommen. Dafür ist er im Resale eigentlich noch ganz okay, aber da kommen wir gleich dazu. Wir packen ihn jetzt erstmal zusammen aus. Und da ist er auch schon direkt. Einfach ein unfassbarer Schuh. Der 4er All Green. Ich kann direkt sagen, was mir super positiv auffällt. Ich hatte Angst, ehrlich gesagt, dass dieses All Green Seafoam, grün, dass es zu... Wir können ja mal hier ein Bild hoffentlich einblenden. Da sieht es deutlich greller aus. Ich habe gedacht, es ist so richtig girly, wie zum Beispiel vom Dunk Low Green Glow. Ist aber zum Glück nicht der Fall. Also das ist schon fast, das ist nicht matt, aber schon fast in die Richtung Pastell. Also es drängt sich auf jeden Fall null auf beim Tragen. Ich habe den Schuh einmal angehabt. Das ist auch mein erster 4er Jordan, den ich personal habe. Also irgendwie hat es bei mir noch nie wirklich dafür gereicht bei einem Modell, dass ich gesagt habe, okay, ich hole ihn mir. Bei dem war es so. Hat halt dann eben dann Access. Hab dann gedacht, komm, mache ich. Habe auch nur positives Feedback darauf bekommen. So, ich stelle ihn mal kurz hier drauf. Da muss ich nicht die ganze Zeit halten, wenn wir drüber sprechen. Die Verteilung der Farben kennen wir ja schon ähnlich. Das ist genau gleich wie vom Military Black, wo halt die Lace Locks, Sohle, das Jumpman auf der Lasche, das Innenfutter einfach schwarz sind. Vom Midnight Navy kennen wir es schon, wobei hier bei Midnight Navy sind hier die Anteile grau. Vom Fire Red aus 2020, also das ist im Endeffekt ein uns bekannter Schuh, nur eben jetzt anstatt in schwarz oder rot, in grün. Retail hat der Schuh 210 Euro gekostet. Es ist ein Women's Exclusive, sprich der geht nur bis 44,5. RIP an meine Brüder, die sich den Schuh auch holen wollten und 45 plus haben. Im Resell ist der Schuh bei roundabout zur Aufnahme des Videos. Warum sage ich das? Weil ich denke, dass der Schuh auf jeden Fall stark steigen wird. No Investment Empfehlung. Wir liegen aktuell so bei 300, leicht drunter. Ich habe hier mal die letzten Verkäufe von StockX. Da sind welche 320 dabei, es sind aber auch welche 266. Da direkt der Tipp, bietet auch gerne einfach mal den Preis, den ihr bezahlen würdet und macht nicht immer sofort kaufen. Vielleicht matcht euch ja StockX mit irgendeinem Verkäufer und ihr könnt da ein bisschen Geld sparen. Der durchschnittliche Preis aktuell ist 290 Euro auf StockX. Warum denke ich, dass der Schuh steigen wird? Ich sehe den Schuh ähnlich wie den Fire Red, der 2020 erschienen ist. Vielleicht die OGs unter euch kennen noch unser Road to a Yeezy. Da haben wir ganz oft Fire Red Vierers geflippt und der Schuh war vielleicht damals, also 300 hat man für den nicht bekommen. Und jetzt liegt er so bei roundabout 500 und ich finde den Colorway deutlich, deutlich besser als den Fire Red. Also wenn ich will es nochmal sagen, keine Sneaker-Investment-Empfehlung. Das ist auch langfristig gesehen. Wenn ich in einen Schuh aktuell investieren wollen würde, würde ich auf jeden Fall in den Seafoam 4er investieren. Alle Paare, die ich unter 300 finde, kaufen in einer guten Size. Das ist jetzt zum Beispiel eine 43, also so 42 bis 44, je nachdem wie viel Budget man natürlich hat. Alle Paare unter 300 kaufen. Also diesen Sommer wird der im Resell noch nicht explodieren. Ich denke, vielleicht sehen wir mal einen 400er diesen Sommer, aber nächstes Jahr, vielleicht auch übernächstes Jahr. Nike verliert nämlich so langsam die Dunk-Silhouetten, die verlieren so langsam die Jordan 1er Silhouetten. Jordan 1 Low mit High sind alle mehr oder weniger ausgelutscht. Jetzt haben die den Jordan 1 High Golf Panda gedroppt. Der ist, glaube ich, immer noch nicht sold. Die werden immer mehr auf die 3er und die 4er Jordans gehen. Ich kann mir vorstellen, dass da noch super krasse Collabs kommen und dann wird der Schuh natürlich logischerweise auch noch mit ansteigen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich schaue, dass ich da so ein bisschen mit euch am Chatten bin. Wenn ihr den Schuh personal wollt, logischerweise, basierend darauf, was ich gerade erzählt habe, holt ihn euch auf jeden Fall jetzt, da er auf jeden Fall steigen wird. Kombinieren, also ich hatte den letzte Woche an mit einer Jeans und einem, ja, so ein bisschen... Kein dunkelgrün, aber so mehr so Forest Green Hoodie, mit so einem Peakes Hoodie. Das hatte ich auch in einem Sneaker-Release-Video an. Ich hoffe, es kommt auf dem Video einigermaßen drüber. Ich würde auf keinen Fall so ein super auffälliges Grün nehmen, weil der Schuh, finde ich persönlich, doch wirklich relativ dezent ist. Klar, hier, also das ist eigentlich das Auffälligste, hier der Teil der Outsole. Aber diese Lace Locks, finde ich persönlich, die fallen kaum auf. Deswegen könnt ihr den entweder auf ein komplettes Basic Outfit rocken, also Jeans, weiß oder schwarzes Oberteil und dann ist er vielleicht so ein Blickfänger. Ansonsten jetzt auch nicht unbedingt eine grüne Hose, aber ansonsten einfach ein Oberteil, was entweder grün an sich ist, nicht zu grell, oder halt ein Oberteil, was grüne Akzente hat. Dadurch, dass der Schuh aber mostly weiß ist, könnt ihr den eigentlich, also wenn ihr jetzt nicht gerade ein knalllilanes Oberteil anhabt,
macht ihr so auch mit dem nichts falsch. Das war auch eine meiner Befürchtungen, dass ich gedacht habe, okay, so, der Schuh ist jetzt krass, okay, ich behalte ihn, nice. Aber der ist doch zu speziell, das wird dann wieder so ein Kandidat, den ich einmal im Monat trage und dann rege ich mich auf, wenn er dann bei hoffentlich 400 Euro ist. Ah, so ein teurer Schuh, den habe ich so selten an, aber das glaube ich wird nicht passieren. Also den kann man auch wirklich, ich habe ihn heute tatsächlich nicht an, obwohl ich das grüne T-Shirt an habe. Den könnte man aber auch auf andere Farben tragen, wenn die sich jetzt nicht direkt beißen. So. Wichtig auch noch zu erwähnen, sollte der Nike SB 4er Jordan rauskommen, der Pine Green, wir können ja mal hier was einblenden, wird er sich definitiv auch auf den Resell dieses Schuhs auswirken, weil die Schuhe ähnlich auf jeden Fall sind. Der Pine Green ist nochmal mehr so in die Richtung, ich glaube, der ist wirklich, der hat eher so ein auffälligeres Grün. Sollte der droppen, wird der sich nicht ganz so stark entwickeln, sollte sich das jetzt noch verzögern und dann wird es wieder so ein Exclusive-Ding oder er kommt gar nicht, wird dieser Schuh, denke ich, ungebremst immer weiter hochgehen. Ansonsten schreibt mir super gerne mal eure Meinung zu dem Schuh in die Kommentare. Habt ihr ihn bekommen? Ja, nein. Findet ihr ihn gut? Wenn nein, warum nicht? Ich kann euch den Schuh auf jeden Fall empfehlen. Auch eine sehr, sehr, sehr gute Wahl für den Sommer. Wegen des, ja, Mint. Das ist schon fast so ein Pastell-Mintgrün. Ich versuche es irgendwie gerade so zu beschreiben, weil alle Grüntöne, die ich im Kopf habe, sind eher so, ja, ein bisschen so in die Fresse auffälliger, aber das ist auf keinen Fall der Fall. Ich hoffe, diese kurze Review von dem Schuh hat euch gefallen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, schreibt super gerne alles in die Kommentare. Ich schaue, dass ich da ein bisschen aktiv bin. Und ja, ansonsten like gerne das Video, abonniert den Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Peace.